Solche Bäume habe ich noch nie gesehen. Hm. Das riecht gut. Ich probiere gleich noch eine. Und dann noch eine. Ja, und noch eine. Was ist denn das für ein Abenteuer, wenn wir gar nichts erforschen? Aber wir erforschen doch die Höhlen. Diese Höhlen sind stinklangweilig. Seht ihr, das ist schon viel besser. Wie lange will denn dieses blöde Himmelswasser noch runterfallen? Glaub niemals diesen Schwimmern, Tretia. Diese Planscher haben nur halb so viel Spaß, wie sie vortäuschen. Hallo, Zera. Hallo, Tretia. Heute ist ein toller Schwimmtag. Ja, ja, ja. Warum schwimmst du da nicht weiter, Ducky? Wollt ihr denn nicht mitmachen? In Himmelswasserpfützen rumpatschen macht Laune. Nein, danke. Tretia und ich haben hier genug Spaß. Das kannst du uns glauben. Aber ihr seht irgendwie gar nicht so fröhlich aus. Was soll denn das heißen? Klar sind wir fröhlich. Hey, du bist dran, Tretia. Hey, Tretia, nicht! Komm zurück! Ducky, was soll denn das? Meine kleine Schwester kann nicht schwimmen. Sie muss ja auch gar nicht schwimmen. Es ist so flach, dass sie stehen kann. Tretia, komm sofort aus dem Wasser raus. Da war was, Zeba. Tretia! Es ist alles wieder gut. Ist mit dir alles in Ordnung, Zera? Mir geht's bestens. Aber Tretia wäre beinahe untergegluckert. Wenn du nicht so viel vom Schwimmen erzählt hättest, dann wäre Tretia gar nicht erst ins Wasser reingesprungen. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass... Ducky, die Tage des fallenden Wassers können für junge Dinos wie Tretia sehr gefährlich sein. Aber Tretia möchte wieder reinkommen. Was machen wir jetzt? Nicht wir, sondern ich. Ich werde Tretia Schwimmen beibringen. Du? Aber Dreihörner sind nicht gerade die besten Schwimmerzehrer. Dreihörner können alles, was sie wollen. Wow. Also schön, Tretia. Paddel einfach mit deinen Vorderfüßen in etwa so. Oh, du darfst ihre Hinterbeine nicht vergessen. Die müssen so machen. Ich weiß Bescheid. Tretia, jetzt reicht's aber. Also, mit deinen Hinterbeinen paddelst du ungefähr so. Deine Hinterbeine sollten nicht nur aufstampfen, sie sollten dich wegdrücken. Also schön, Ducky. Wenn du so genau weißt, wie man schwimmt, warum unterrichtest du sie nicht? Naja, Schwimmer zeigen anderen nicht, wie man schwimmt, weißt du? Wir schwimmen einfach. Im Gegensatz zu Dreihörnern. Aber dank dir will Baby Tretia jetzt ein Schwimmer sein. Also das ist gar nicht so schlecht. Ist es doch, weil sie nicht schwimmen kann. Und wenn ihr während der Tage des fallenden Wassers irgendetwas passiert, dann ist das ganz allein deine Schuld. Oh nein, ich will doch nicht, dass Tretia etwas passiert. Wirklich nicht. Nein, nein, nein. Gut, dann zeigt Tretia, wie man schwimmt. Auf der Stelle. Ich will's versuchen. Jetzt schwimmst du schon fast.
Jetzt kann sie besser spritzen als vorher. Sie kann schon viel besser rumplanschen als vorher. Und wie soll ihr das helfen zu schwimmen? Sie muss sich im Wasser wohlfühlen, weißt du? So wie zu Hause. Bald ist sie in der Lage, ganz allein zu schwimmen. Oh ja, das wird sie, glaub mir. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wie kannst du dich selbst Schwimmer nennen, wenn du nicht in der Lage bist, Tricia das Schwimmen beizubringen? Tut mir leid, Sarah. Aber wenn man schwimmen lernen will, braucht man Zeit und Geduld, besonders wenn man ein Dreihorn ist. Uns läuft die Zeit davon und ich habe keine Geduld. Oh! Tricia? Oh, oh nein, wo ist sie hin? Tricia hat gelernt, wie man schwimmt. Ich habe es ihr beigebracht. Ja, das habe ich, das habe ich. Na schön, Ducky. Das hast du gut gemacht. Danke, Zera. Jetzt ist Tricia eine bessere Schwimmerin als du. Besser als ich? Ha, das glaube ich nicht. Pass auf! Siehst du? Ich bin die beste Dreihornschwimmerin aller Zeiten. Da ist das Wasser ganz flach. Auf Abenteuerreise gehen. Zu dem Sprudelwasserplatz. Das Wasser sprudelt, gibt's doch nicht. Wie hüpfe Steine oder bombt am Licht. Und wenn wir Unglück haben, was dann? Denk nicht daran. Du kannst mit eigenen Augen sehen. Das Sprudelwasser ist wunderschön. Was man nicht kennt, hat man verpennt. Auf Abenteuerreise gehen. Bay, 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 bay. Ja, das wird schön. Wir wollen jetzt das Sprudelwasser sehen. Auf Abenteuerreise gehen ist schön. Na schön, von mir aus sehen wir uns dieses Wasser an, was springen und sprudeln soll. Zera? Blöde Modderpumpe! Du immer noch glaubst, dass hier kein Unglück? Was dachtest du denn? Aber mehr sollte jetzt nicht passieren. Hapsi, glaubst du wirklich, dass Dreihörner alles machen können, was sie wollen? Ja, selbstverständlich, Zera. Na, 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 Tapsi. Na ja, wenigstens einer glaubt mir hier. Ich wünschte, es wäre wahr. Aber es ist wahr, Zera. Du bist ein Dreihorn, sei drauf stolz. Wir sind aus besonderem Holz. Alles, was wir machen wollen, bringen wir sofort ins Rollen. Ganz egal was, alles macht dir Spaß. Du kannst dies oder das. Alle Sachen gehen, du wirst schon sehen. Bäume trete ich mit dem Bein. Ich zerschlage jeden Stein. Ich hab einen starken Willen. Und ich kann laut brüllen, ganz egal was. Komm, wir haben Spaß. Dies oder das. Alles läuft wie es soll. Wir sind wundervoll. Dreihörner sind toll. Und was sagst du jetzt, Zera? Ja, du hast recht. Dreihörner schaffen alles, was sie wollen. Hallo, Leute. Was ist das für ein Spiel? Das große Baumstammrennen.
Chomper, Ruby, Petri und Ducky wollen sehen, wer am längsten auf dem Baumstamm laufen kann. Hey, ihr macht das toll! Das ist ein Spiel für Zweibeiner, nicht für Vierbeiner wie uns. Wow, wow, wow. Dieses Baumstammrennen sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Hä? Hm? Drei Hörner können alles besser als alle anderen, egal ob Zweibeiner oder Vierbeiner. Das steht felsenfest. Ich zeig's euch. Geht beiseite, Zweibeiner. Ich werde euch mal zeigen, wie ein wahrer Meister das macht. Was ist passiert? Oh, gar nichts. Danke für deine Hilfe, Spike. Wir sehen uns nachher an der Wasserstelle. Na schön, dann erzähl mal. Warum humpelst du, Zera? Ich bin auf einem Baumstamm ausgerutscht, halb so wild. Oh, das sieht nicht gut aus. Dein Knöchel ist ja ganz geschwollen. Ja, das wird die Schmerzen lindern. Tricia, du holst ein bisschen Modderpampe für Zeras Knöchel. Ach, das ist doch nicht nötig. Ich muss wieder zurück und Baumstammlaufen üben. Das glaube ich aber nicht. Auch wenn es dir jetzt besser geht, musst du deinen Knöchel eine Weile schonen, Zera. Zera. Igitt, ich hab doch gesagt, ich will keine Modderpampe. So, alles wieder gut. Danke für deine Hilfe. Bist du sicher, dass alles wieder in Ordnung ist? Absolut. Jetzt muss ich das Baumstammrennen gewinnen. Das schaffe ich doch mit links. Wenn es so leicht ist, warum hast du dir dann wehgetan? Sowas kann schon mal passieren, aber ich krieg das hin, denn ich bin ein Dreihorn. Und genau das macht mir Sorgen. Was macht dir Sorgen, hä? Gar nichts, Tapsi. Zera hat sich vorhin nur ihren Knöchel an der Wasserstelle verstaucht. Aber jetzt ist wohl alles wieder gut. Ja, sieht ganz so aus. Ein verstauchter Knöchel kann doch ein Dreihornmädchen nicht umhauen. Papa hat recht, Tria. Ich fühle mich super. Ich muss zum Wasser zurück und mit dem Baumstamm üben. Ich will doch das Spiel gewinnen. Baumstamm? Spiel? Was soll denn das heißen? Meine Freunde machen einen Baumstammlaufwettkampf. Und ich möchte ihn gewinnen. Was genau ist denn Baumstammlaufen? Naja, man wirft einen Baumstamm ins Wasser, klettert drauf und läuft. Und dadurch dreht sich der Baumstamm unter dir. Es ist ganz leicht. Warum solltest du so etwas Verrücktes machen? Um zu beweisen, dass Dreihörner alles können, was sie sich vorgenommen haben. Und dass sie in allem die Besten sind. Das hast du mir doch gesagt, Papsi. Natürlich können Dreihörner alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Allerdings setzen sie sich nicht in den Kopf, auf Baumstämmen herumzulaufen. Aber Papsi, davon hast du nichts gesagt. Du hast gesagt, Dreihörner können alles. Schon vergessen? Ja, aber das nicht. Schlag dir dieses verrückte Spiel aus dem Kopf, Zera. Manche Dinge gehen eben einfach nicht. Oh.
egal bin. Und das tut ganz schön weh, sehr weh. Ich will lauthals schreien, Felsen zerschlagen, wütend sein. Ihr steht mir im Weg, ich bin sauer. Irgendwie fehlt mir der Sinn. Nichts haut hin, doch ganz egal, wie laut ich schrei und brüll, es hilft mir nicht, denn ich fühl mich immer noch so mies. Das ist nicht gerecht, ich fühl mich schlecht. Und was jetzt? Jetzt gibt es nur eins für mich. Ich muss allen beweisen, dass ich dieses Baumstammrennen gewinnen kann. Jungen Dinos, ihr habt ohne mich angefangen. Das ist gemein, das zählt nicht, weil ich auch mitmachen will. Was ist denn mit deinem Knöchelzehrer? Du solltest nicht... Mir geht es bestens. Wo ist mein Baumstamm? Kein Problem, ich hol mir einen. Nur ein Spiel, den werde ich zeigen. Drei Hörner können alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Warum bleibe ich nicht auf diesem blöden Baumstamm drauf? Pass auf, Zera. Du kommst zu dicht an das schnelle Wasser ran. Ich krieg das schon hin. Immerhin bin ich ein Dreihorn. Oh oh. Wir müssen sie aufhalten, sonst gerät sie in das fallende Wasser. Ruby, Chomper, Ducky, versucht mit euren Baumstämmen Zera einzuholen. Juhu, alles klar. Kehrtwende und ab geht die wilde Fahrt. Passt auf, nicht, dass wir euch auch noch retten müssen. Die Baumstammläufer-Rettungstruppe eilt zur Hilfe! Littlefoot, mir helft auch! Na schön, Petri! Du passt von oben auf Zera auf! Tria, hast du Zera gesehen? Nein, Schatz. Tja, dann werde ich mal nach ihr suchen. Wenn sie zur Wasserstelle gegangen ist, um dieses verrückte Spiel zu spielen, obwohl ich es ihr verboten habe, dann werde ich... Ich weiß, Tapsi, ich weiß. Dann wirst du ziemlich sauer. Aber denk dran, Schatz. Du warst auch einmal jung. Was, ich? Wir versuchen's, aber es geht nicht schneller. Ja, vielleicht kannst du versuchen, ein bisschen langsamer zu sein. Na toll, als ob ich das nicht schon versucht hätte. Halt, Zera! Hilfe! 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 Das war doch Zera. Sie treibt auf das fallende Wasser zu. Ich werde sie retten. Der Felsen müsste das schnelle Wasser blockieren und Zera davor schützen, runterzufallen. Aber Herr Dreihorn, der Felsen ist riesig. Nichts und niemand kann den bewegen. Was ein Dreihorn sich in den Kopf gesetzt hat, das schafft es auch. Ich werd's dir zeigen. Also schön, Jungs. Versuchen wir es alle drei zusammen. Schneller, Zera, gleich hier! Ah!
war in letzter Sekunde. Danke, Freunde. Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Wie konntest du nur? Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Wir haben unser Spiel noch nicht beendet, Sarah. Willst du noch mitspielen? Oh nein, lieber nicht. Zera hat ihre Lektion gelernt. Lektion? Von wegen, ich muss gar nichts mehr beweisen, denn immerhin bin ich die ganze Zeit im schnellen Wasser auf meinem Baumstamm geblieben. Das kann ja nun wirklich nicht jeder. Stein her? Aus der Schlucht der Glitzersteine? Nein, den habe ich hier gefunden. Der ist hübsch, nicht wahr? Wow. Was ist denn los, Tricia? Sie hat Hunger. Wir haben einen großen Baumsternbaum entdeckt, aber die Baumsterne hängen zu hoch, um da ranzukommen. Ich hol dir ein kleines Appetithäppchen. Heute ist alles zu hoch für mich. Nein! Autsch! Sarah, was hast du mit meinem hübschen Stein gemacht? Ach, das ist alles, was dich interessiert, dein hübscher Stein? Aber dass ich mir blaue Flecken geholt habe, als ich versucht habe, ihn zu retten, ist dir egal, na toll. Sarah! Nicht dran sein, wenn ich euer Spiel gar nicht mitgespielt habe. Sarah, ist alles in Ordnung? Nein. Ich habe Tria angemotzt, weil sie sich um ihren hübschen Stein mehr Sorgen gemacht hat als um mich. Warum hast du das gemacht? Ich hab's ja nicht so gemeint, aber ich war irgendwie sauer. Und warum warst du sauer? Naja, durch einen kleinen Unfall ist ihr Lieblingsstein in das schnelle Wasser gefallen. Wenn das nur ein Versehen war, dann kannst du einfach sagen, ups, eeps, und dich bei ihr entschuldigen. Was soll ich sagen? Du sagst nur, ups, eeps, ups, eeps, das war ein Versehen. Ups, eeps, ups, ups, eeps. Ups, eeps, ups, eeps, das war ein... Ups, eeps, ups, ups, eeps. Ich war ganz allein und verlor Trias Stein. Ups, eeps, ups, eeps. Ich hab laut geschrien, das war gar nicht schön. Ups, eeps, ups, eeps. Er sollte nicht ins Wasser knallen. Nein, nein. Sie war traurig, das hat ihr nicht gefallen. Ups, eeps, ups, eeps, das war ein Versehen. Ups, eeps, ups, ups, eeps. Es hat laut gekracht, du hast Mist gemacht und du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Dann sag, ups, eeps, das war ein Versehen. Ups, eeps, ups, ups, eeps. Das war ein Versehen. Ups, ups, eeps. Ja, ja, ja. Jetzt. Gute Freunde, endlich, endlich sind wir da. Gute Freunde, toben und lachen, das ist klar.
herum. Das macht Riesenspaß. Los, sag's, Ducky. Jap, jap, jap. Gute Freunde laufen um die Wette mit dem Wind. Gute Freunde, schön, dass wir zusammen sind. Ich hab einen Glitzerstein. Hier, der. Das ist der richtige. Der ist sogar noch hübscher als der, den ich verloren hab. Der ist ja noch schöner als schön. Ja, das ist er. Ja, ja, ja. Ich muss ihn nur irgendwie abkriegen. Wollen mal sehen. Oh, schnell, haltet ihn fest. Ich bin hergekommen, um einen Glitzerstein mitzunehmen und das mache ich auch. Für dich habe. Wir sind extra hierher gekommen, um für dich einen Glitzerstein zu suchen und... Sarah, pass auf! Oh nein! Ups, ups. Es tut mir sehr leid, Tria. Ich meine alles. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Du bist mir viel wichtiger als alle Glitzersteine zusammen. Na dann, Abmarsch nach Hause alle miteinander.